Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal im Kellergewölbe des Polizeireviers angekommen und haben Ada Wong kennengelernt. Ada Wong, die Freundin von John, einem Wissenschaftler aus Teil 1, wo wir gelesen haben, dass der infiziert wurde. Und genau, sie ist jetzt auf der Suche nach John, weiß aber natürlich noch gar nicht, dass er gestorben ist. Und dann haben wir hier diesen Reporter Ben getroffen. Der hat sich hier einfach eingesperrt. Dieser ganze Zombie-Apokalypse gar nichts zu tun haben. Aber ich glaube nicht, dass der das hier überleben würde. Und naja, als wir mit ihm gesprochen haben, wir haben hier einen ziemlich monströsen Schrei gehört von irgendetwas. Ich weiß nicht, was es war. Und genau, wir sollen jetzt hier durch diese Kanalisation gehen. Wir haben eine Gullistange gefunden. Wir haben ein bisschen Munition verschossen. Es tut mir leid, aber was soll ich machen? Ich bin voll. So. Leon, benutzt die Gullistange. Alles klar. Das heißt, wir können in den Gulli. Und die Gullistange ist weg. Ich will da nicht wirklich rein. Aber ich muss... Wollen Sie die Leiter runterklettern? Ja. Es geht in den Kanal, Freunde. Oh mein Gott. Das wird jetzt ekelhaft. Seht ihr das? Da sind Spinnen. Riesige, fette, eklige Spinnen. Oh, sind die groß. Boah, sind die groß. Die hören sich irgendwie witzig an. Die hören sich an wie so ein Kuscheltier, was sich bewegt. Aber das ist überhaupt kein Kuscheltier. Leon... Mach das Ding im Arsch. Nach oben. Nee, das haut ab. Die sind sehr mobil. So. Die Spinne ist weg. Kommt der jetzt auch kleiner wie die Spinnen raus? Wie im ersten Teil? Nein. Sie stirbt. Alles klar. Da ist noch eine. Okay, Leon schießt da drauf. Dreimal. Ah, verdammt. Ein Schlag von denen und wir sind schon gelb. Bitte was? Ein Schlag von denen und wir sind gelb. Boah, nicht schlecht. So. Die haben wir erledigt. Alles klar. Boah, sind die eklig. Schau dich die an. Eklige Spinnen. Und die bewegen sich noch. Die bewegen sich noch. Schießen wir die etwa nur ohnmächtig? Das will ich mal nicht hoffen. Dass die gar nicht sterben. Das wäre gemein. Guck mal. Klärwerk. Okay. Wir sind auf dem Weg in ein Klärwerk. Ja. Gucken wir uns mal an, was es hier so gibt. Okay. Okay. Storage. Was ist denn hier? Oh, ein Speicherraum, Freunde. Oh, ist das gut. Es ist immer so ein geiles Gefühl, wenn man in den Speicherraum kommt. So, das ist ein bisschen übertrieben, dass ich hier mit so viel Heilung rumrenne. Genau deswegen werde ich jetzt auch mal wieder ein bisschen mein Inventar aufräumen. Oh Mann. Die Spinnen, ey, die sind schon eklig. Gut, dann haben wir ja hier jetzt... so. Guckt euch mal an, was wir an Heilung hier haben. Das ist schon echt übertrieben. So. Aber dafür haben wir kein Kreuz. Ja, mit einer Heilung werde ich zumindest hier rumlaufen. So. Jo, wartet mal. Wir haben hier einen kleinen Raum. Im Klärwerk. Also, okay, wir sehen, wie sieht's aus. Wir haben noch 18 Shotgun-Schuss und 17 Schuss von der normalen Wumme. Alles klar. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier schon hin sollen. Um ehrlich zu sein, aber... Septik. Septik. Cool. Fest verschlossen.
Okay. Septic Pool. Was haben wir denn hier, Freunde? Was haben wir denn hier? Ich fühle mich hier irgendwie unwohl. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hier irgendwie unwohl. So, was haben wir denn hier? Ein Septic Pool, also so ein Gift irgendwas, ne? Sepsis, ja. Aber hier ist noch nichts. Hier ist noch nichts, aber schaut mal. Da ist eine Tür. Fest verschlossen. Mit der Schalltafel rechts scheint man es öffnen zu können. Ha, schaut mal hier. Schaut mal da. Sieht aus wie eine Schalltafel, mit der man das Schloss öffnet. Die einzelnen Stecker sind beschrieben. Dose Königsstecker, Dose Turmstecker, Dose Läuferstecker, Dose Springerstecker. Guckt euch mal diese Form an. Und die Namen der Stecker. Ich glaube, es klingelt bei euch. Genau. Die Schachstecker, die wir gefunden haben, die müssen alle in diese fette Tür. Und genau. Würde ich sagen, die drei, die wir da schon mal gefunden haben, sind ja vier. Oh, Ada. Hi. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. Das interessiert sie nicht, Leon. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Och, wie süß. Und ein Novum bei Resident Evil. Wir spielen Ada. Ganz genau, wir spielen Ada Wong, fest verschlossen. Und wir dürfen uns jetzt hier in ihrem Namen weiter erkunden. Schaut euch dieses schöne Bild an. Oh, und sie hat einiges an Munition. Ein Erste-Hilfe-Spray und die Knarre von wem auch immer. Okay, sie hat ein Foto dabei. Was hat sie denn da Schönes? Ein Foto von Ada und John. Ah, so sah also John aus. Okay. Interessanter, sieht gut aussehend aus, ne? So, was sind wir denn jetzt hier? Wir sind hier hinter. Okay. Alles klar, das heißt, wir spielen Ada Wong. Richtig, richtig cool. Und wir dürfen uns jetzt hier umschauen mit ihr. Das finde ich richtig cool gemacht bei Resi 2. So, diese Waffe hier, die hat jetzt halt natürlich boah, schau ich mal, wie sie die Waffe schräg hält. Das ist ja cool. Ah! Aua! Blödes Vieh. So. Die Waffe, die hat jetzt hier natürlich keinen Dreifachschuss. Das heißt, wir müssen immer abwarten, bis die kommen. Oh! Seht ihr diesen Schleim, der da aus den Hunden rauskommt? Aus den Mündern. Das ist... Ist das Kotze oder was ist das, ey? Ih, das ist richtig eklig, sieht das aus. Schaut euch mal, wie sie die Waffe schräg hält. Was zur... Warum hält sie die Waffe schräg? Das ist ja richtig stylisch. Sie hält die Waffe schräg. Cool, ey. Das ist cool. Also hat sie scheinbar irgendeine Schießerausbildung hinter sich, ne? Sie weiß, wie man mit einer Waffe umgeht. Und, ja, verdammt interessant, sowas haben wir hier. Klärwerk. Nix. Nur zwei Türen. Alles klar, Ada. Richtig cool, wir spielen Ada. Ach ja. Dann gehen wir mal hier rein. So. Gucken wir uns doch einfach mal ein bisschen um. So. So, was haben wir hier? Nur einen Raum, okay. Oh, wartet mal, stopp. Was ist das? Eine Abwassersystemkarte. Wollen Sie mitnehmen? Ja, mach mal. Abwassersystemkarte, oh Gott.
Obwohl, das geht eigentlich noch. Von der Verwirrung her. Das geht eigentlich noch. Okay. Was ist denn hier? Was ist das denn hier alles? Hä? Ein Hebel, um Wasser ein- und ablaufen zu lassen. Erstmal nicht bewegen. Ich möchte erstmal gucken, was hier unten überhaupt alles ist. Okay. Hier geht's weiter runter. Oh, ich finde das so cool, diesen Story-Twist. Oh. Ah, UMB-Kisten. Da habt ihr mir einen Tipp gegeben. Den Hinweis. Gut, sie kann auf die Kisten draufspringen. Das ist gut, Ada. UMB heißt hier in diesem Fall tatsächlich Umbrella. Ich meine, hätte ich natürlich auch im ersten Teil drauf kommen können, ne? Dass UMB tatsächlich Umbrella heißt. Und ja, das Rätsel hier. Das ist im... Hä? Warum geht das denn jetzt nicht? Das Rätsel hier, das ist im Prinzip dasselbe Rätsel, wie das wir im ersten Teil mit Jill hatten. Wir müssen einfach diese Kisten da hinten hinschieben. Oder auch nicht? Was ist denn jetzt hier los? Doch, oder? Muss die doch nach da hinten schieben. Oder nicht? Wartet mal. Ey, da schiebt die Kiste. Ne, die schiebt's nicht. Warum schiebst du die Kiste nicht weg? Verdammt nochmal. Ah, wartet mal. Ich habe eine andere Idee. Wenn sie die nicht wegschieben will, dann müssen wir es halt anders machen. Dann müssen wir es halt so schieben. Aber vorsichtig. So. Und dann jetzt diese Kiste in die Ecke. Meine Güte, ey. Immer diese fatzengenaue Steuerung. So, genau. Wir müssen jetzt einfach die Kisten schieben, um uns da hinten eine Brücke zu generieren. Weil hier gleich Wasser reinläuft. So, genau. Da würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Ja. Wie gesagt, freut mich sehr, dass auch so viele von euch dieses Projekt weiterhin schauen. Es ist wirklich unglaublich. Unglaublich erfolgreich. Resident 2 ist einfach auch ein Spiel, das es ja echt verdient hat, meiner Meinung nach, ne, diese Aufmerksamkeit. Und ja. Vielen, vielen Dank. So, dann. Passt das jetzt? Ah, schaut mal. Passt wie angegossen hier. Sieht das nicht schön aus? Was auch immer da drin ist. Aber das will ich gar nicht wissen. Das will ich gar nicht wissen, was da drin ist. Irgendwelche Zombie-Proben. Labormäuse, irgendwas. Dann aktiviere das mal, Ada. Und tada! Die Kisten kommen hoch. Unsichtbares Wasser. Unsichtbares Wasser. Oder was? Ja, unsichtbares Wasser, wie geil. Was für ein Effekt. Die Kisten schweben in der Luft. Und das alles nur hierfür. Aber das Item ist verdammt wichtig. Schau euch das an. Ein Revierschlüssel. Und zwar der Karo-Schlüssel. Das ist der Karo-Schlüssel. Ach, Karo. Was laber ich denn da? Kreuzschlüssel. Genau. Prüfe. Sieht aus wie die Farbe Kreuz auf einer Spielkarte. Genau. Wir haben den letzten Schlüssel gefunden. Den Kreuzschlüssel, liebe Freunde. Das ist sehr gut. So können wir nämlich tatsächlich weitermachen im Revier. Wenn wir dann zurückkommen. Das müssen wir jetzt erstmal noch gucken. Oh Gott. Ich höre hier schon wieder die Krähen. Was ist das denn jetzt hier noch? Ein Aufzug noch. Ja, diese Art von Aufzügen, die kennen wir noch. Von Resident Evil 1. Diesen rot gerosteten Aufzug. Okay. Was ist das denn jetzt hier für ein Raum? Ah, ja. Okay. Okay, aber das sieht gut aus. Eine Schrotmuni. Aber wozu? Du hast gar keine Schrot. Lad mal nach. Du hast gar keine Schrot, Ada.
Okay. Was ist hier? Das Kanalrohr ist noch im Bau. Ja, mehr gibt's hier nicht. Ada, für dich. Boah, sie sieht hübsch aus. Schau dich das an. Sieht echt hübsch aus. Alles klar. Können wir es wieder zurück zu Leon? Und ihm berichten, was wir gefunden haben. Ich glaube, das wird ihn interessieren, Ada. Sieht schon sexy aus, muss ich sagen. Auch durch die Verpixelung. Selbst durch die Verpixelung. Ja gut, egal. Gehen wir wieder zurück zu Leon. Ich glaube, er wird sich freuen, Ada, dass du ihm ein bisschen Munition und den Schlüssel mitgebracht hast. So. Leon, bin wieder da. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Wusch, das Ding ist aber schnell gefallen. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait! Jetzt haut die schon wieder ab. Was ist denn mit der los? Warum haut die immer vor uns ab? Leon ist doch kein schlechter Kerl. So, wir haben den Kreuzschlüssel und die Schrotmuni. Danke, Ada. Aber sie ist wieder abgehauen. Die haut irgendwie immer vor Leon ab. Das hat der arme Kerl doch gar nicht verdient. So. Ich weiß halt nicht, ich kann mich da an was erinnern. Und ich möchte mich um... Oder wartet mal, ich glaube, wir sind schon gut gerüstet. Wartet mal. Ich kann mich da an was erinnern. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt kommt. Aber ich nehme jetzt einfach mal noch eine Heilung mit und gehe da jetzt einfach mal rein. So. Weil wir probieren geht nur über Studieren. Ja, Freunde, Ada Wong ist wieder weg. Die will wohl irgendwas hier untersuchen. Können wir jetzt hier rein? Ja. Es passiert nichts. Okay. Gut, dann war's. Doch nicht hier, was ich da gedacht habe. Okay, das heißt, wir können jetzt diese drei Schachstecker, wo wir ja stecken geblieben sind, bevor wir Ada getroffen haben, hier wieder, können wir jetzt da in dieses Schachbrett-Symbol Muster reinpacken. Genau. Dann würde ich sagen, nimm die Stecker mit, Leon, und dann lernen wir die auch mal los. So, perfekt. Dann können wir die schon mal einsetzen. Weil, dann war das schon mal erledigt, ganz ehrlich. Dann brauchen wir später nicht mehr so rumzudrucksen, deswegen. So, komm. Alles klar. Dann hier. Hier, Leon. Setze hier bitte diese Schachstecker ein. Meine Güte, diese vier verstreuten Stecker für diese eine Tür. Meine Güte. Gut. Drei von vier. Den vierten haben wir noch nicht. Alles klar. Das heißt, wir dürfen, ja, und ich betone das extra, wir dürfen zurück zum Polizeirevier. Gott sei Dank, weil ich möchte hier eigentlich noch gar nicht sein. Weil das ist echt ekelhafter Bereich hier. So. Da bin ich mal gespannt, ob die Spinnen jetzt wieder leben. Nein, sie sind noch tot. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich dachte, ich hätte Munition verballert. Aber nein, sie sind tot. Das ist schon mal sehr fair gemacht. Lass uns hier wieder raus, Leon. So, wir haben den Kreuzschlüssel. Und wir haben aber auch noch einen anderen Weg. Und den, würde ich sagen, erkunden wir jetzt. Es gab ja noch diesen anderen Bereich da draußen, wo ich mich direkt umgedreht habe.
Nämlich hier vorne. Wir haben 17 Schuss, das kann, das muss reichen für die Hunde. Ne, hier war es nicht. Es war noch irgendwo im anderen Bereich hier. Genau, da würde ich nämlich ganz gerne gucken, was da unten noch ist. Genau, richtig. Jetzt sind wir hier wieder an einem Parkplatz. Und wir müssen wieder schnurstracks hier rein. Gut. Ja. Interessant, es wird echt interessant. Also. Was? Ein Licker! Ach du Heilige! Oh! Boah, ist der eklig, schau euch der. Boah, hört ihr das? Warum rennen jetzt hier Lika rum? Boah, hören die sich widerlich an, ne? Okay, da ist er. Der hat eben nur 2 Schuss gebraucht, ne? Das heißt, wenn man näher dran ist, brauchen die weniger Schuss. Dreckslicker, echt. Ich hasse sie. Nein, nicht prüfen. Ach, Gott sei Dank. Boah, da haben wir Glück gehabt gerade, dass ich da nicht getroffen wurde von denen. Aber ja, hier rennen jetzt Licker rum. Warum auch immer. Boah, sind die krass, ey. So. Das war ja klar, ne, dass sie jetzt Licker rumlaufen müssen. Hier können wir jetzt den Kreuzschlüssel gleich benutzen. Stimmt, das können wir gleich auch noch machen. Aber ich würde jetzt ganz gerne erstmal raus hier. Mal gucken, was da noch ist bei den Hundis. Da sind ja noch Hundis. Genau. Eine ziemlich actiongeladene Folge hier. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir nichts, okay. Da oben die Mücken. Das sieht richtig gut aus. So, wo sind sie denn jetzt? Hä? Ihr könnt mich nicht verarschen. Ich höre euch doch. Ich höre euch doch. Da! Okay, da sind sie. Scheiße, scheiße. Lauf einfach. Oh Gott, lauf einfach. Oh Gott, ich bin schon im gelben Zustand. Alter, sind die schnell. Boah. Boah. Okay, Mann. Leon! Boah, schön in der Luft abgefangen. So. Oh, gut. Oh, Gott sei Dank. Oh, schön in der Luft abgefangen gerade. Diese Drecksviecher. Ja, die haben mich wieder in den gelben Zustand gebatzt hier, ey. Oh, schau dich an, das sieht. Schau dich das an. Die sehen richtig realistisch aus. Naja, gut. Leute. Oh Gott, wie scheu. Die Folge ist gleich schon wieder voll. Ne, ich mache jetzt 5 Minuten länger. Das will ich jetzt alles noch abschließen hier. So. Der Gullideckel ist auf. Eine Leiter führt hinab. Gehen Sie runter? Ja, geh runter, Leon. Bin ich echt mal gespannt, was da ist. Ja, das ist ja echt interessant. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ah, auf der anderen Seite, wo war letztes Mal mit Ada? Wo war eben mit Ada? Was war das? Ach, das war nur Leon. Ach Gott, Freunde. Das war nur Leon. Wo war letztes Mal mit, wo wir eben mit Ada waren, auf der anderen Seite? Ach genau, guck mal. Der Zaun ist kaputt, zu klein für einen Erwachsenen. Okay, das heißt, hier ist nichts. Aber hier ist ein Raum. Da gehen wir jetzt nochmal eben schnell rein. Gucken wir, was hier ist. Noch ein Speicherraum. Ach, wie nett. Wie nett. Okay, und mit einer Kiste. Ich habe allerdings keine grünen Kräuter mehr, ne? Lustig. Verdammt. Ja, gut. Dieser eine Shotgun-Schuss, der nervt mich immer noch. So, dann kann ich mal ein bisschen aufräumen wieder.
Zack. So. Wunderbar. Dann haben wir jetzt hier oben die Waffen, hier unten die Heilung. Und fast keine Story-Items mehr. Okay. In Anbetracht der Zeit würde ich sagen, speichere ich erstmal nicht. Hier unten war einfach nur ein Speicherraum. Ja, okay. Natürlich sehr nett gemacht vom Spiel. So. Gut. Dann ist hier unten nichts weiter. Perfekt. Dann haben wir den Bereich auch schon erkundet. Sehr schön. Und ja, da würde ich sagen, hätte ich ganz gerne noch diese Kreuztür hier unten erkundet. Mal gucken, wo die uns hier hinführt. Ich möchte eigentlich wieder raus hier aus dem Keller. Ich will wieder ins Revier, verdammt. Ja, gut, okay. Hier. Diese große Tür. Och nee, der Autopsieraum. Okay, Autopsie. Uncool. Das wird jetzt bestimmt eklig. Ach du Scheiße, ja. Das sind Zombies, ganz klar. Stehen die denn auf, sagt man? Die stehen bestimmt auf gleich. Gott. Ach, warum kann ich die nicht direkt kaputt machen? Was? Okay. Alles klar. Mit Sicherheit stehen die auf. Können mich nicht verarschen. So, da ist was Bewegliches. So. Boah. Das war ja geil. Oh. Eine rote Karte. Was ist das denn? Okay. Ach du Scheiße. Okay, raus hier. Die muss ich nie machen. Die muss ich nicht machen. Oder ich muss sie doch machen. Ich weiß es nicht. Boah. Orange. Okay. Nee. Die lasse ich jetzt. Die mache ich nicht. Die können da versauern, ist mir scheißegal. Ich muss Bulli sparen. Oh Gott. Wir sind im orangenen Bereich und wir haben eine rote Karte gefunden da drin. Das könnte doch tatsächlich diese Karte für die Waffenkammer hier sein, ne? Oh, das wäre geil. Ist das die Karte? Der Kartenleser hat wieder Strom. Ist das die Karte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Waffenkammer. Boah, das ist geil jetzt. Da freue ich mich drauf. Eine Waffenkammer. Und da sehe ich doch schon was, was mich da anlächelt. Guck mal. Wir kriegen wieder Money. Sehr schön. Na endlich. Wieder Money für meine Handgun hier. Richtig cool. Ah, da ist noch mehr. Moment. Da laufe ich doch nicht dran vorbei. So. So, jetzt ist das, glaube ich, hier so eine Sache. Guckt mal. Ein Maschinengewehr und eine Tasche. Mit einer Tasche kann ich mir Gegenstände tragen. Was wählen Sie? Ich möchte eigentlich nichts wählen. Aktivieren? Nein. Ich glaube, diese Sachen hier, die kann auch Claire sich angucken und dann beides nehmen. Meine ich zumindest. Also schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, ich lasse das besser für Claire da. Maschinengewehr und eine Tasche. Nein, das will ich nicht mitnehmen. Lass es, Leon. Wie gesagt, ich glaube, ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich glaube, das kann man für Claire da lassen, für den zweiten Durchgang. Okay, aber wir haben hier Muni gekriegt. Das ist schon einiges wert. Und, genau. Dann sind wir jetzt eigentlich mit dem Keller erstmal fertig. Wartet mal. Dann sind wir jetzt eigentlich mit dem Keller fertig, ne? Ja. Wir sind durch.
Oh, Gott sei Dank. Wir können wieder nach oben. Oh, yes. Das ist doch mal richtig gut. Leon, und dann werde ich dich gleich noch heilen. In dem Speicherraum. Und dann die Folge beenden. Weil du hast es nicht verdient, so rumzulaufen. So, wir sind wieder im guten alten Revier. Hier kommt mit Sicherheit was durch. Oder auch nicht. Okay, alles klar, dann in diesem Fall nicht. Ich denke immer, dass da was durchkommt, ne? So. Jetzt sind wir wieder in ruhigen Gefilden hier. Okay, wunderbar. Jetzt muss ich wieder zur Kiste rennen, aber das ist ja nicht so weit. Einfach nur hier einmal durchs Büro. Und, puh, also der Keller, ja, ziemlich aufregend, muss ich sagen. Und die Story, was da mit Ada ist, wo sie jetzt schon wieder hingelaufen ist, das ist echt, ja, kann noch interessant werden. Hm. Jedenfalls scheint sie auch hier auf Umbrellas Spur zu sein. Okay, so wie wir eigentlich auch, aber sie rennt uns halt immer davon. Warum auch immer, also ich meine, was haben alle gegen Leon? Ich meine, Leon ist doch so ein netter Mensch. Naja, gut. Deswegen heilen wir ihn jetzt auch. Leon, geh zur Kiste. Heil dich. Den ganzen Scheiß hier, den du hier mitmachen musst, ey. Mann. So, das ist ein Dreifach... Verdammt. Ich hatte eben... Oh nein. Ich hatte doch eben Doppelgrün, aber das habe ich leider gemischt. Nimm das Dreifachgrün. Komm. Auch wenn es jetzt eine leichte Verschwendung ist, aber ich möchte nicht hier im orangenen Zustand rumlaufen. Verdammt nochmal, wir haben genug Heilung. Schau euch das an, wir haben genug Heilung. Wir haben jetzt noch 3 Vollheilungen, das muss reichen. Beziehungsweise sogar 4 Vollheilungen. So. Kiste aufgeräumt. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz zur Kreuztür da hinten. Und ja, da sind wir auch schon wieder am Folgenende angekommen. Ey, das ist so traurig, echt. Ich könnte eigentlich das Spiel... Könnte ich echt stundenlang spielen. Das ist einfach so geil, echt. Resi 2. Ach, was eine Freude, das zu spielen. Wirklich. Aber ja, irgendwann muss es natürlich auch ein Ende haben, ne? Also, beziehungsweise meine Aufnahme. Da hat man halt was, worauf man sich auf die nächste Woche freuen kann. So. Aber dann gehen wir noch kurz dahin. Schnellen Schrittes. Und nicht so abgekrüppelt. Das hat der Kerl, wie gesagt, nicht verdient. Deshalb, ja, heil ich ihn hoch. So. Kommt jetzt hier wieder was? Ich bin immer erschrocken hier. Alles klar, Freunde. Da würde ich mal sagen, die letzte Polizeireviertür. Tatsächlich, und dann fehlt da oben ja auch noch was, ne? Mit dem Zahnrad, wenn ihr euch erinnert, in der vorletzten Folge. Interessant, interessant. Okay. Die letzte Polizei... Gar nicht mal die letzte, da ist noch eine. Da ist noch eine Tür. Noch 2 Türen haben wir. Okay. Gut, liebe Freunde, aber in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.